Ja. Es handelt sich hier um ein offizielles Denkmal. Das heißt, es gibt einen BVV-Beschluss, das höchste bezirkliche Gremium, das erlaubt, dass hier diesem Garten und dieser Hundefläche ein offizielles Denkmal in den Boden hier eingelassen wird. Und es freut uns, das heute zu eröffnen. Innerhalb von unserer Gruppe war es so, dass nach dieser Räumung wir erstmal mit organisatorischen Fragen beschäftigt waren, wohin mit dem Platz und was gibt es hier mit der Gruppe und so. Und, irgendwann blieb aber dieses Gefühl von geräumt sein stehen und wir waren nicht glücklich damit. Und eine Beschäftigung, die wir seither genommen haben, war diesen Denkmalsprozess zu machen. Das waren jetzt mehr als 2 Jahre, wo wir uns damit beschäftigt haben. Das hat ziemlich viel Energie und Geduld gekostet. Und deswegen möchte ich noch ganz kurz was sagen zu diesem Denkmal. Dass wir dieses Ding, was wir heute eröffnen, Denkmal nennen, hat auch schon ein paar Diskussionen innerhalb von unserer Gruppe hervorgerufen, weil bei Denkmälern manche Leute so an Reiterstatuen von Kaiser Wilhelm zu denken. Und Denkmäler haben oft diesen Beigeschmack, dass es dominante Machtverhältnisse, dass sie dominante Machtverhältnisse produzieren. Das wollen wir natürlich nicht. Wir denken Mahnmälern an die NS-Vergangenheit. Denkmals in Erinnerungskultur nochmal eine bisschen andere Note bekommen. Wir sind heute, so unseres Wissens nach, das erste Denkmal für einen geräumten Freiraum. Und unser Denkmal hat deswegen eine bestimmte Einzigartigkeit und steht auch in einem spannungsreichen Verhältnis mit anderen Arten von Denkmälern. Ja, und wir haben uns gedacht, dass, wenn wir uns nur vorstellen würden, dass jedes geräumte Projekt, jeder geräumte Freiraum eine offizielle Anerkennung bekommen würde oder jede geräumte Hartz-IV-Wohnung irgendeine Markierung, eine öffentliche Markierung erhalten würde, würde das Leben schon in der Stadt anders aussehen und es würde eine Erinnerung an Kämpfe, die hier stattfinden, an Verluste geben, die hier wertvoll sind. Deswegen nochmal kurz zusammengefasst, die Gründe, warum wir ein Denkmal gebaut haben, ist, um uns diese Erinnerung und Geschichte anzueignen, weiters auch um Ämter zu beschäftigen, weil für unsere Gruppe war es in der Räumung nicht aus. Also es sind da Gefühle stehen geblieben, wir waren nicht zufrieden damit, was passiert ist und mit diesem Denkmalsprozess haben wir auch in bestimmten politischen Gremien noch weiterhin Aktivitäten hervorgerufen. Wir waren denen unangenehm, die wussten nicht, wer jetzt für uns zuständig ist und haben das hin und her geschoben. Jeder wollte es weghaben von dem eigenen Schreibtisch. Und wir haben das durchgefochten und auch bestimmte Geduld. Und drittens ist ein offizielles Denkmal zu haben auch für uns eine Möglichkeit, unsere Erinnerung an unseren Raum, der hier gestanden hat, eine bestimmte Dauer zu gewähren, die sonst eine beschmierte Hauswand oder so nicht ermöglichen würde. Ja, heute ist der Tag der Eröffnung. Bin ich als Teil von Rosa Rosa sehr stolz darauf, dass ja viele Kompetenzen, die dazu notwendig waren, dieses Denkmal umzusetzen, wirklich auch innerhalb von unserer tollen Gruppe abgedeckt waren. Da geht es teilweise um bürokratische Expertise, um die Finanzierung, es wurde gänzlich von uns selbst finanziert, die künstlerische Umsetzung, das professionelle Steinesetzen oder auch den Film, der gemacht wurde, den manche von euch vielleicht schon gesehen haben. Es wurde alles von unserer Gruppe abgedeckt, die technische Umsetzung, das Betongießen, da haben wir Hilfe vom Betonlabor der TU bekommen, das möchte ich hier jetzt mit reden lassen. Ja. Wie ihr seht vielleicht, gibt es insgesamt 6 Orte, das heißt es ist ein dezentrales Denkmal. Wir haben nach einer Möglichkeit gesucht, dass diese ganze Fläche, die früher vom Garten bedeckt war, dass dem jetzt erinnert wird. Und uns war auch sehr wichtig, dass wir eine Form von Denkmal finden, die nicht eine eindeutige Repräsentanz von einer bestimmten Vergangenheit schafft, sondern dass,
dass dieses Denkmal auch genutzt werden kann, um den Widerstand sichtbar zu machen auf verschiedenste Art von verschiedenen Leuten. Und dass es nicht konzentriert ist auf einzelne Personen, auf irgendwelche Heldinnen und Helden. Ja. Ihr seht, dass die Denkmäler zurzeit noch nicht zu sehen sind. Sie sind bedeckt mit Erdbeerpflanzen, die früher auf dem Teil des alten Gartens waren, mehrfach transportiert wurden, sich mit anderen Erdbeerkulturen vermischt haben, heute noch aus der Jesnerstraße ausgebucht worden sind, wo jetzt der Garten ist. Und wir werden gleich im Anschluss auch das Denkmal gemeinsam freilegen und wir können dann gemeinsam Orte suchen, für neue Orte suchen für diese Erdbeerpflanzen. Das kann sich auch jeder von selbst ausdenken. Haben, weil der Gemeinschaftsgarten was sehr Verbindendes hatte und auch etwas Offenes, wo es nicht um eine bestimmte Gruppe von Leuten gab, die eine heile Welt in einem kleinen Garten sich zurechtlegen, sondern es konnten alle Leute auf verschiedene Art partizipieren oder auch nur vorbeigehen oder Nachbarn sein. Und, deswegen wird auch hier dieses Netz gesponnen und wenn das Netz durchgeschnitten ist, ist das Denkmal eröffnet. Jetzt wird noch gesponnen. Verstrickt. Wow, der Sponnen. Versponnen und verstrickt. Gleich alle eingeladen. Dafür die Denkmäler jetzt auch, also das dezentrale Denkmal in allen seinen Teilen wirklich enthüllen. Ja. Genau, die Erdbeeren können abgebaut werden. Das Ganze wird in der Zeit dauern, ein bisschen langsam gehen und was ihr findet, wird dreckig sein. Noch eine Schaufel, wenn noch jemand. Ich will mal ganz kurz über diesen Garten stehen. Alles ist offen. Nee, Luzi, du bleibst hier. Freilegen möchte. Komm, sitz. Komm, sitz. Nein, dann mache ich selber. Die Erdbeeren dürft ihr mitnehmen oder irgendwo einpflanzen, so wie ihr. Die wollen da wachsen. Die wollen da wachsen. Ja, sagen wir, sieht ihr das. Aber nicht genau am rosa Stein. Die wollen wir heute noch sehen. So, da drüben. Ja, die wollen da wachsen. Die müssen jetzt wollen wachsen. Ja, dann hat man auch eine App Das ist total schön da drin. Ja, Zaun einreißen und Nee. Also, wenn ich morgen irgendwas Politisches mache, dann probiere ich 10 Uhr hier zu sein. Aber ich halte unsere Parteien schaubar, nichts irgendwie so. Dann noch die SPD oder FDP mit erlaubten Piraten.
entweder fahre ich im Wald oder ich bin so. Und diesmal steht es im Internet, dass es während des gibt. Also wird es den ganzen Tag dauern. Das würde heißen, dass ich bei dem schönen Wetter theoretisch früh aufstehen muss, weil schon je nach Morgenstunde. Und wenn man den ganzen Tag nach oben kommt, letztes Mal mit dem Bus auch irgendwie dabei war. Und sei kritisch bei seinen Sachen.